Hallo, meine Lieben. Ich musste mich jetzt ein bisschen hier in unser Schlafzimmer zurückziehen, also ungewohnte Location. Aber heute ist Samstag und die Familie springt durchs Haus und ich wollte es mir aber nicht nehmen lassen, trotzdem für euch ein Video zu drehen, weil mich gerade eine Bestellung erreicht hat, und zwar von der lieben Doris. Da habe ich so ein bisschen gesammelt über die letzten paar Monate und habe dann jetzt meinen Custom Order abgerufen. Sind also ein paar Sachen aus dem Shop dabei, aber auch ganz viel, was ich in Auftrag gegeben habe. Und ja, da war ich natürlich mega neugierig und habe das Paket auch sofort aufgemacht und habe mir jetzt ja, die Zeit genommen, um für euch das Video hier zu drehen. Und ich bin super gespannt, wie die Düfte duften. Also schnuppert mit mir mit. Ja. Das Licht ist wieder mal nicht optimal. Das tut mir leid, aber irgendwie kriege ich es hier besser nicht hin. Ich muss mir, wenn, irgendwann mal so eine Softbox oder irgendwie sowas organisieren. Als allererstes wollte ich euch meine kleine Geburtstagsüberraschung zeigen. Das ist ein Lippenpflegestift in Wild Mint. Und da freue ich mich super drüber, weil ich nämlich sehr gerne Labello bzw. Lippenpflege nehme. Und diese hier, die scheint wirklich aus sehr, sehr gutem Material zu sein. Also ohne Tiertestung und so weiter. Und mit Mandelöl und so weiter, Shea Butter. Also das klingt super. Da gucke ich nachher mal in Ruhe rein und probiere die aus. Also danke, Doris. Und das hier ist die Gullitüte, und da habe ich gerade auch schon einen Blick reingeworfen und die Rechnung schon mal rausgenommen, die ja Gott sei Dank bezahlt ist. Und da sind super schöne Goodies dabei. Ich zeige euch jetzt mal als erstes den Mr. Blue Jeans, ein Röschen. Der ist aus der Rodeo Collection, die Doris jetzt rausgebracht hatte. Und das ist ein männlicher Duft, ja, ist ja auch Mr. Blue Jeans. Ganz erwachsen männlich und auch nicht duschgelig, sondern tiefer, wärmer. Also auf jeden Fall ein Ü40 Mann, würde ich jetzt sagen. Gefällt mir gut. Dann gibt es einmal Schlagsahne. Schauen wir mal, wie die Schlagsahne duftet. Ein toller Blendpartner. Eine zarte, cremige Schlagsahne. Etwas süß, aber nicht zu süß. Der wird mit Sicherheit zum Abmildern irgendeines vielleicht zu scharfen oder zu süßen Dufts was sein. Schlagsahne. Oh, da freue ich mich auch sehr drüber. Den wollte ich nämlich gerne schon mal alleine riechen, als Solo-Duft. Der Sweet Bakery Duff oder Du oder wie auch immer. Also soll ja so ein vanilliger Gebäckduft sein. Ja, ganz süße Gebäcknote. Wirklich richtig zuckrig süß. Vanille. Oh, lecker. Also wer auf zuckrige Vanilledüfte mit so Foodie-Charakter steht, der ist auch solo super lecker. Dann, oh, da bin ich gespannt. Banana Pistachio Coconut Cream. Banane ist jetzt nicht so mein Fall eigentlich, aber ich gebe dem natürlich gerne eine Chance. Auch wieder ein Röschen. Ja, Banane pur. Der erste Schnupf ist Banane pur. Dann kommt aber auch dieses cremige. Kokos kann ich nicht riechen. Pistazie finde ich, ja, es hat was ja, Nussiges irgendwie drin. Aber sehr, sehr stark Banane. Ich weiß nicht, ob ich den warm teste, aber eigentlich muss ich es auch warm testen. Oder ich verschenke den an jemanden, der Banane gern hat. Oatmeal, Milk and Honey. Also so ein Haferflocken-Milchduft irgendwie. Gucken. Oh ja, der ist sehr schön. Der hat so ein bisschen was von Porridge gesüßt. Ja, auch Honig, sie riecht man sehr deutlich. Sehr lecker. Lecker, lecker. Mein Gott, du hast mir so viele Goodies eingepackt. Ich bin völlig überwältigt von den Socken. Valentine Sugar.
Ah ja, Valentine Sugar ist ein sehr süßer, zuckriger Duft. Geht ein bisschen ins Parfümig-Süße. Aber auch wirklich sehr süß, sehr zuckrig. Mag ich. Wird bestimmt auch in Kombi schön sein. Oh, nochmal Banane mit Zucchini Bread diesmal. Auch da bin ich gespannt. Gefällt mir die Banane deutlich besser. Also sie ist eher wie so ein Bananenbrot, Bananenkuchenbrot duftet hier. Das wird auf jeden Fall getestet. Einmal Vanilla Bean. Könnt ihr es lesen? Da, Vanilla Bean. Mein Gott, 6 Minuten und ich habe noch die Goodies erst hier. Ja, ein sehr schöner, klassischer Vanilleduft. Auch süß. Lecker. Oh, da freue ich mich sehr. Da auf den habe ich gehofft als Goodie. Moroccan Nights und Musk. Weil der in der Gruppe von Doris, in dieser Duftstübchen-Facebook-Gruppe so gehypt worden ist. Okay. Also nach dem ganzen süßen, zuckrigen hier ist der völlig anders. Der ist kalt jetzt auch nicht so intensiv. Man riecht eine parfümige Moschusnote, ja. Aber den muss ich erstmal warm testen. Also da möchte ich mir jetzt kein Urteil drüber erlauben. Warum er jetzt so gehypt wurde, kann ich auf den ersten Schniff nicht verstehen, aber das heißt ja nichts. Ich habe gerade wirklich sehr viel Zucker in der Nase gehabt. Also kommt Moroccan Nights auf jeden Fall ziemlich bald in die Lampe, um den auch warm zu testen. Oh, und Campfire Marshmallow. Gefällt mir eigentlich auch immer gut. Marshmallow-Düfte. Ja, und der hat so eine Rauchigkeit von Marshmallow geröstet. Man riecht wirklich so ein bisschen Holzfeuer auch da. Ist ganz interessant. Rauchig und Marshmallow-süß. Schön, schönes Goodie, echt. Oh ja, schön. Ein neues Ta Paper Tape. Ach, wie süß. Mit kleinen Vögelchen, kleinen Blättern. Guck mal. Niedlich, ne? Ich liebe diese kleinen Tapes. Ich packe da unheimlich gerne meine Pakete mit, wenn ich die weiterschicke. Ja, danke für die ganzen Goodies, Doris. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt meine Bestellung. Also, wo fange ich an? Ich weiß auch gar nicht mehr, wonach alles riecht, muss ich ehrlich gestehen. Also die Duftbeschreibungen habe ich mir nicht gemerkt. Schauen wir einfach mal, ob ich es erschnüffeln kann. Das ist Winter Woods. Ein super schöner Stern. Guckt euch mal an, wie die Dreifarbigkeit hier da ist. Wahnsinn. Wahnsinn. Der wurde halt als sehr schöner Winterduft beschrieben. Man kann ja nie früh genug vorsorgen, ne? Oh ja. Also der hat was von Tanne im Wald mit Schnee. Aber auch was leicht minzig Süßes. Der riecht wie so ein schönes winterliches Schaumbad, finde ich. So ein bisschen Pinie, aber nicht zu dominant. Holzig, aber auch so klar, so Frischluftklar. Also der ist sehr schön. Der wird auf jeden Fall im Bad verdüftelt, weil ich das liebe, wenn ich mir im Winter ein Schaumbad mache, dann auch so einen schaumbadigen Winterduft dazu zu nehmen. Also der ist absolut was für den Herbst und Winter. Dann hatte ich, ach ja, Salty Sea Air als Custom Order. Habe ich mir so ein Herz hier bestellt. Ich bestelle ja im Moment gerne Herzen, weil ich einfach vieles ausprobieren möchte. Und bei den Dingen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich das lieben werde oder nicht, bestelle ich einfach immer ein Herz. Da habe ich für zweimal mindestens was. Und dann kann ich ja immer noch mal nachordern, wenn ich möchte. Also ein blaues Herz. Und ich wollte gerne wissen, wie er pur riecht. Ich hatte ihn schon in mehrfacher Kombi, aber noch nie pur. Und Salty Sea Air geht in die Richtung Beach Flower. Wie heißt der denn nochmal? Nicht Beach Flower.
Von Yankee, der blaue. Der mit dem schönen Steg und den Dünengras und den Flipflops vorne drauf. Irgendwas mit Beach heißt der auch von Yankee. In die Richtung geht der. Also klare, salzige Luft. Leicht süß aber auch. Aber wirklich leicht süß. Und ich verstehe, warum er so ein toller Blendpartner ist. Weil ich glaube, dass er sehr viel Süße abmildern kann und sehr viel mehr Klarheit in so einen Duft bringen kann. Ganz toll. Der ist auch bestimmt pur hier super. Also mein Mann liebt den von Yankee, den ich gerade beschrieben habe, so sehr. Also ich glaube, der wird hier im Wohnzimmer auch weggehen. Dann Rodeo Cookie. Den habe ich auch aus dieser Rodeo-Kollektion. Ah, jo. Der riecht so ein bisschen wie ein Duft, den ich letztens von Mone bestellt habe. Und zwar warmer Milchreis mit Strawberry war das bei ihr. Und der hier riecht auch so wie warmer Milchreis. Keksig, kuchig mit einer Fruchtfüllung. Also genauso wie das Melt aussieht, hat es eine fruchtige, süße Fruchtfüllung. Eine fruchtige Fruchtfüllung, genau, Sarah. Also ihr wisst, was ich meine. Keksig, kuchig, süß und leicht fruchtig. Cashmere Dust. Da habe ich diese Fleur de Lis. Ein schönes Melt. Ich bin mal gespannt, wie Cashmere Dust riecht. Den habe ich, glaube ich, auch einfach so aus dem Shop. Ein femininer, parfümiger Duft. Wohlig, kuschelig. Das ist was für die parfümigen Kuschelduftliebhaber. Cashmere Dust. Richtig, richtig schön. Passt wieder voll in mein Beuteschema. Da freue ich mich auch sehr drauf. Dann habe ich mich dem allgemeinen Fluffy Cuddles Hype mal angeschlossen, der herrschte. Ein Ornamentherz. Der war von vielen sehr geliebt und ich habe gedacht, oh, Cuddles, sind das nicht Umarmungen? Das klingt kuschelig, das probiere ich. Ja, es ist eine Kindheitserinnerung. Das ist ein... also es riecht so ein bisschen wie die Jelly Beans schmecken. Also süß und zuckrig. Und trotzdem hat er irgendwas Parfümiges. Also eine super Kombi. Erinnert mich echt irgendwie an was aus der Kindheit. Aber ich komme leider nicht drauf, was. Aber der ist auf jeden Fall sehr schön. Also Fluffy Cuddles, eine zuckrige Kindheitserinnerungsumarmung für mich. Dann habe ich Sweet Bakery Dew. Oh, den hatten wir ja vorhin auch schon. Mit Cinnamon Dust und Vanilla Bean Noël kombiniert. Auch ein Herz. Das ist dreifarbig in Blau. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das sind drei verschiedene blaue Schichten. Oh ja, der ist auch lecker. Also, der Bakery Dew, den hatte ich ja vorhin auch. Der kommt durch. Der Zimt ist merkbar, aber nicht dominant. Und der riecht sehr schön cremig, rund. Also wirklich nach Zimtgebäck wie Zimtschnecken, wenn man frisch backt. Boah, toll. Tolle Kombi. Ich weiß nicht, wer die sich hat einfallen lassen. Die ist auf jeden Fall super. Auch ein Nachkaufkandidat. Könnt ihr das überhaupt lesen? Ich weiß nicht, meine Kamera ist echt schlecht hier am Laptop. Dann musste ich unbedingt testen den Abbraccio. Abbraccio muss irgendwas Vanilliges sein. Ein wunderschönes Melt. Wunderschön. Ich weiß die Duftbeschreibung nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob es den auf jeden Fall überhaupt noch im Shop gibt. Aber guckt mal, ist der nicht toll? Oh ja, der ist sehr fein. Genauso habe ich mir vorgestellt anhand der Duftbeschreibung. Vanillig, gewürzig, ganz angenehm,
einhüllend und nicht zu stark. Also das ist echt einer, der so unterschwellig schmeicheln wird. Ah, oh, toll. Den hätte ich mir direkt mal zweimal bestellen sollen. Also da bin ich sehr froh, dass ich den geordert habe. Da war ich auch echt gespannt, weil die Duftbeschreibung war voll meins. Abbraccio, wenn ihr den noch findet, kaufen. Ganz toll. So, weiter geht's mit Nacktschamper. Nacktschamper ist Räucherstäbchen, glaube ich. Da war ich gespannt, wie das in Wachsform duften soll. Ja, absolut indischer Patchouli-Räucherladen. Räucherstäbchen. Das ist was für den Herbst. Riecht wirklich genau so, wie wenn ihr in diese typischen Läden geht. Dann Country Home. Das ist hier diese Tante, ne? Ich weiß auch nicht genau, wonach Country Home riechen sollte. Ich bin wieder super vorbereitet, ich weiß. Oh. Ah, der riecht nach Früchten. Herbstfrüchten. Der hat auch ein bisschen was von Kuchen. Aber eigentlich ein sehr fruchtiger Duft. Oh, und sehr herbstlich, sehr so reifer Pfirsich. Ein bisschen Birne, so gewürzte Sachen. Boah, da bin ich jetzt echt gespannt, wenn es den noch gibt. Ich gucke jetzt wirklich einfach mal nach. Ihr müsst jetzt aushalten, dass ich hier mal nicht in die Kamera gucke. Ich schaue mal, ob es den noch gibt. Country Home. Wir suchen. Ne, ich glaube, den gibt es echt nicht mehr. Der ist weg. Ja. Suchen wir hier auf der Seite. Er ist weg. Es tut mir leid. Ich kann euch nicht mehr sagen, wonach er riecht. Also der hat mich jetzt hier echt herbstlich vom Hocker gehauen. Also der ist wirklich, wirklich der perfekte Herbstduft. Vielleicht hat ja einer von euch die Duftbeschreibung sich gemerkt und kann das hier mal unter das Video schreiben oder so. Toll. So, Galaxy Star. Es ist ja sowieso, finde ich, immer eigentlich schöner, wenn man ohne Duftbeschreibung einen Duft erschnüffelt, weil man nicht so voreingenommen ist von dem, was die Duftbeschreibung sagt. Manchmal ist es aber auch ganz hilfreich, wenn man sie denn hat. Oh, der ist auch einfach nur frisch. Schaumbad. Aber auch so ein bisschen warm. Also schwer zu beschreiben. Ein warmes, pudriges Schaumbad. Sehr frisch und trotzdem irgendwie einhüllend. Auch sehr, sehr schön. War der nicht jetzt auch in der Rodeo Collection? Oder vertue ich mich jetzt ganz? Ich meine, der war doch da auch dabei, oder nicht? Auf jeden Fall toll. Ach, herrlich, herrlich. Twilight. Twilight kenne ich schon. Habe ich nachbestellt. Das ist so ein. Ja, geht immer Duft bei mir. Ja. Twilight ist so ein bisschen zart. Aber er hat auch so einen Hauch Musk oder Patchouli. Irgendwie sowas Erdiges. Und der ist so unterschwellig. Der ist nicht so bäm, sondern unterschwellig.
Sehr schön. Ja, den habe ich schon verdüftelt und bin froh, dass ich ihn jetzt nachbeordert habe. Gefällt mir gut. So, es nähert sich fast ein bisschen dem Ende. Butter Pecan. Da wollte ich so einen richtig klebrig süßen Pekannussduft. Ja, und so ist er auch. Karamellig, nussig. Ach, lecker. Richtig, richtig zuckrig, vanillig, karamellig süß. Butter Pecan. Auch die Tante. Der Dezember kommt als nächster. Da habe ich auch gedacht, das könnte schon ein bisschen was für den Herbst sein. Der Dezember ist so eine minzige kiefernnadelige Mischung. Sehr klar, sehr frisch. Und Minze geht im Moment bei mir immer. Also eine tolle Kombi, Minze und Kiefernduft. Gefällt mir gut. Ich glaube, das ist richtig schön was für die frostigen Tage. Oh, da hatte ich schon vermisst, ob der nicht dabei ist oder doch dabei ist. Rodeo-Eiscreme. Auch hier natürlich aus der Rodeo-Collection. So kleine Eiskügelchen. Ich möchte gerne reinbeißen. So richtige Snickers-Eis, irgendwie so schokoladig, karamellig, erdnussig. So muss Eiscreme riechen, schmecken. Wie Snickers-Eis, würde ich sagen. Lecker. So, noch ein Herz. Ein kleines Herz. Head over heels. Das war auch, glaube ich, mal aus diesem Adventskalender, meine ich. Head over heels riecht für mich feminin und mädchenhaft. So ein bisschen wie ein Kinderschaumbad. Jetzt nicht bös gemeint, sondern sehr feminin, sehr zart und angenehm. Ein bisschen Bodylotion hatte aber auch. Die Duftbeschreibung würde mich jetzt auch mal interessieren. Der ist auf jeden Fall auch was für, glaube ich, jede Jahreszeit. Head over heels. Hat jetzt nichts mit Weihnachten oder sowas zu tun, obwohl es aus dem Adventskalender kam. So, dann habe ich nochmal ein großes Herz bestellt. Das ist das erste Mal, dass ich ein großes bestellt habe. Und zwar mit Irish Cream und Schlagsahne. Das klang für mich so ein bisschen nach Baileys und ich trinke gerne Baileys, wenn man denn dann mal Alkohol trinkt. Und da habe ich gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Guck mal, ist das nicht schön? Oh. Ja, und es riecht auch wirklich so. Also es riecht wirklich nach cremigem Toffee. Oh, richtig sahnig, zuckrig, süß. Ihr merkt schon, ne? Also mein Näschen verändert sich. Ich habe wenig frische Düfte und mehr Süße. Also meine Duftnase ist gerade im Wandel. Ach, und das ist wirklich ein Highlight hier. Gut, dass ich den groß bestellt habe. Oh, Irish Cream mit Schlagsahne. Genauso wie Baileys schmeckt, so riecht der, finde ich. So, und oh, mein Akku neigt sich dem Ende. Ich hoffe, es klappt noch. Eine Custom Order Rosemary Mint mit Pink Sugar. Und weil ich es gerne minzig, kräutrig mag, habe ich den Pink Sugar etwas dezenter gewählt. Da habe ich hier so wunderschöne kleine Blüten gekriegt. Oh, da kommt er schon. Perfekt, genau, perfekt. Rosmarin, Minze, so kräutrige Minze. Und dann so ein Touch Pink Sugar hinterher. Oh, Doris, du hast ihn genauso getroffen, wie ich ihn gerne hätte. Toll.
Toll, toll, toll. Wunder, wunder, wunderbare Kombi. Rosemary Mint mit Pink Sugar. Ich bin froh, dass ich da gleich eine große Menge bestellt habe. Ach, und da kommt er, auf den habe ich schon gewartet. Den Seelentröster. Das ist ja wirklich der Kuschelduft schlechthin. Ah, da habe ich so Brittles gekriegt. So sehen die aus. Er ist einfach unschlagbar. Der Seelentröster ist unschlagbar. Wenn man traurig ist, braucht man das. Also süß, einholend, wie warmer Kakao mit Schlagsahne, ein Plätzchen dabei. Genau das, was man braucht, wenn man echt Seelennot hat. Ich wünsche es keinem, diese Seelennot, aber ich wünsche jedem den Seelentröster. Mai, ist der lecker. Oh, ich liebe ihn, ich liebe ihn. Der bleibt gleich offen, der kommt jetzt in die Lampe. Und die letzte Custom Order ist Träumsüß. Da habe ich mir gedacht, der müsste doch was fürs Schlafzimmer sein. Was lavendelig-orangiges meine ich da jetzt so, im Kopf zu haben. Kleine Pfötchen. Ja. Er ist lavendelig, er ist leicht zitrisch, aber eher orange als Zitrone, finde ich. Er hat was von dem Saunaaufguss, den ich so gerne habe. Komischerweise, obwohl ich glaube nicht, dass da was mit Lavendel drin ist. Ja, also Träumsüß ist wirklich der perfekte Schlafzimmerbegleiter. Und das habe ich mir nämlich jetzt auch vorgenommen, eine Lampe hier in mein Schlafzimmer zu stellen. Das habe ich nämlich bisher noch nicht, aber ich habe eine und die wird mit Träumsüß eingeweiht. Ah, sehr, sehr schön. Also wer Lavendel mag und Orange mag, Träumsüß ist ein Träumchen. So, jetzt höre ich mal auf zu knistern hier. Ich danke euch, dass ihr wieder dabei gewesen seid, dass ihr zugeguckt habt. Ich liebe diese Bestellung. Ein wunderschönes Päckchen. Und ja, ich freue mich riesig darüber und werde jetzt testen. Also, bis bald, ihr Lieben. Tschüss.